Es ist Sonntag, 11 Uhr und damit Zeit für Callcenter Nightmares Sonntagsvideo. Och nee, was machst du denn hier, Freddy? Es ist Sonntag, 11 Uhr und Zeit für Callcenter Crashers Sonntagsvideo. Hast du dich im Kanal vertan? Ach, verdammt. Ich habe mich verlaufen, aber weißt du, in der Welt der Betrugsanrufe gibt es keine festen Termine. Vielleicht können wir ja eine Crossover-Episode mit Freddy und Crusher machen. Mit dem Motto, Betrugsversuche werden zum Albtraum für Betrüger? Können wir ja mal machen. Was meint ihr, liebe Zuhörer? Sollen wir mal ein Crossover machen mit Freddy und mir? Schreibt bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet. Den Anfang für heute macht eine Firma, die eine finale, limitierte App für das Trading auf der ganzen Welt anbietet. Können die wohl ihrem Titel gerecht werden? Ihr werdet es wie immer nach dem Intro erleben. Hallo? Hallo, ja, guten Tag. Guten Tag. Ich starte den Herrn Siebeneicher. Ja. Guten Tag, mein Name ist Travis Hartmann. Ich rufe Sie an bezüglich Ihrer Anmeldung bei uns. Da ging es um Zusatzeinkommen durch Finanzmärkte. Können Sie sich noch dran erinnern? Nö, das muss ja schon lange her sein. Aha, aber... Wann war denn das? Ja, vielleicht auch aktuell für Sie. Wann war denn das, die Anmeldung? Das konnte vor einigen... das war vor ungefähr 1,5 Monaten. Oh, dann melden Sie sich jetzt schon. Ja, Entschuldigung, also ich habe jetzt alle Kunden von meinem Kollegen übernommen. Ich weiß nicht, warum Sie nicht kontaktiert wurden. Ja, sagen Sie, ist das Thema da immer noch aktuell für Sie oder wie sieht es aus? Grundsätzlich schon, aber momentan weiß ich gar nicht, von welcher Plattform aus rufen Sie an? Also, Sie haben sich für Ölprofit interessiert, oder? Ja, Ölprofit habe ich mich interessiert. Und Ölprofit ist Ihre Webseite, Ihre Trading-Plattform? Nein, nein, FinUp Limited ist das. Wie ist das? Aber Sie haben FinUp Limited. Das muss ich mir mal aufschreiben, dann muss ich mal auf Ihre Webseite gucken. Wie schreibt sich das? FinUp, also F-I-N-U-P. F-I-N-A-P. Ja. Und dann Limited. Buchstabieren bitte. Limited, Englisch geschrieben. Also L-I-M. Ludwig Ida, Martha Ida. Theodor Emil Dietrich. Ja. Und dann .de. Ja. .de. FinUp Limited.de. Ja. Gut. Dann versuche ich das mal aufzumachen. So. Okay, gut. Und dann melde ich mich vielleicht zum Beispiel Sie morgen. Sie können ja dranbleiben. Ich gucke mir das gerne an. Sie können ja jetzt dranbleiben. Okay. Oh, Server nicht gefunden. FinUpLimited.de gibt es nicht. Vielleicht haben Sie es falsch geschrieben. Ja, so wie Sie es buchstabiert haben. Okay. FinUpLimited.de. Limited, genau. Ja, .de. Und das funktioniert nicht. Nee, richtig. Funktioniert nicht. Ich probiere es bei mir. Keine Ahnung, was da los ist. Einen Moment. Ich probiere es auch bei mir. Ja, bei mir steht dasselbe. Keine Ahnung. Ich muss jetzt gleich beim Techniker nachfragen, was da los ist. Ja, können Sie vielleicht, kann ich Sie vielleicht in 5 Minuten anrufen? Ich gehe mal nachfragen. Ja, genau. Kein Problem. Okay. Gut, dann bis gleich. Bis gleich. Ja, tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo, ja, ich habe gerade bei einem Kollegen nachgefragt. Es wurde umbenannt auf nicht .de, sondern .world. Also wie die Welt auf Englisch. Ja, .de wurde nicht umbenannt, die gibt es gar nicht. Naja, also das wurde geändert. Ich weiß nicht, was da technisch abging, aber... Die wurde nicht geändert, gesagt, die gibt es gar nicht. Wird. Die gibt es gar nicht. Es wurde nicht geändert, es gibt sie gar nicht. Wie gesagt, das weiß ich jetzt nicht. Also früher hat es mit .de funktioniert. Nee, das bezweifle ich. Ja. Weil sonst bitte? Das bezweifle ich, sagte ich gerade. Ja, wie gesagt, ich bin nicht von der technischen Abteilung. Ich kann Ihnen da keine Auskunft geben diesbezüglich.
Es funktioniert jetzt mit Punkt World. Okay, gut. So, dann schauen wir doch mal. Nee, auf der Seite war ich noch nicht. Waren Sie nicht? Nee, ich sehe Aber Sie auch haben gerade. bestimmt die Werbung gesehen. Ja gut, aber das heißt ja nicht, dass ich auf der Seite war. Weil ich sehe gerade, es gibt doch gar Okay. kein, es gibt gar keine deutsche Sprachausgabe. Doch, ganz rechts oben. Nein, da gibt es keine deutsche Sprachausgabe. Da gibt es die Flagge, da gibt es kein Deutsch. Das kann nicht sein. Ich bin gerade drauf der Seite und ich sehe jetzt Englisch, Spanisch, Französisch, Litauisch, Polnisch und so weiter. Und da gibt es auch Deutsch. Ich schau noch mal. Also rechts oben. Ja, natürlich, ist mir schon klar. Da ist irgendwas ganz fürchterlich im Wege bei Ihrer Seite. Nee. Finden Sie Tatsächlich. nicht. Nee, Komisch. da ist Bei kein Deutsch. mir sehe ich das. Komisch. Also ich kann nicht auf Okay. Deutsch umstellen. Ja. Okay, das ist schon interessant, ja. Ja, wie gesagt, ich bin nicht der Techniker. Ich kann Ihnen da diesbezüglich keine Auskunft geben. Vielleicht wird da was gemacht auf der Seite, aber ich finde bei mir da, also ich ganz oben rechts, also wo sein Innen steht, sein Ab rechts gibt es die Flagge. Ja, und da kann man mehrere Sprachen auswählen. Ja, aber keine Auch deutsche, Deutsch. da ist keine deutsche Flagge. Deutsch gibt es bei mir, aber ich weiß nicht, warum das bei Ihnen nicht funktioniert. Das weiß ich auch nicht. Aber erzählen Sie doch erstmal was über Ihre Firma. Ja, okay. Also hatten Sie schon Erfahrungen im Finanzbereich? Also ich meine im Finanzmarktbereich? Im Finanzmarkt nicht, in weitester Linie doch. Ich habe aber mit Aktien was gemacht. Ah, und Sie haben das selber gemacht. Also Natürlich. ohne einen Broker. Okay. Und wie war die Erfahrung? Also hatten Sie Gewinn gemacht oder weniger? Ja. Okay. Und Sie möchten jetzt im Endeffekt das erweitern und das ja vielleicht mit Rohstoffen, mit Währungen, mit Kryptowährungen handeln. Welche Möglichkeiten habe ich denn bei Ihnen überhaupt? Ja, alle Möglichkeiten. Also Sie können da auf alle Märkte zugreifen. Also im Endeffekt, was wir anbieten, Sie können gerne mit unserem Analytiker zusammenarbeiten. Der Mann ist mehr als 15 Jahre auf dem Markt. Es kann auch eine Frau sein, das sind mehrere Mitarbeiter und sie werden immer konsultiert. Also das heißt, der Mitarbeiter von uns, der wird immer den Markt analysieren, der wird die Neuigkeiten sich anschauen und gucken, wo es am besten ist, jetzt zu investieren, was zum Beispiel billiger ist und dann den Preis steigen wird. Und ja, der wird Ihnen mit Ihnen das alles besprechen. Sie können Kontakt per Telefon, per WhatsApp, per E-Mail behalten und ständig kommunizieren, wenn das für Sie zum Beispiel bequem ist. Weil für manche Kunden ist das nicht so bequem, immer zu telefonieren oder zu chatten. Deswegen suchen die eine Terminzeit aus und dementsprechend vereinbaren die einen Termin und besprechen alles Nötige, um den nächsten Termin erst zum Beispiel in einer Woche zu machen. Ja, jetzt haben Sie schön Der lange Analyst. erzählt. Sie wollten mir doch erstmal erzählen, Sie haben jetzt schön lange erzählt, wie der Broker mich kontaktieren kann oder so. Aber ich wollte erstmal wissen, etwas über Ihre Firma wissen. Aber was wollen Sie genau wissen? Ja, Sie sagten, ich kann mit allem handeln. Also ich kann zum Beispiel ganze Kryptos kaufen, Coins kaufen. Also Sie bekommen, also soweit Sie ein Handelskonto bekommen, also so fängt es an. Sie bekommen ein Handelskonto, wo Sie den zum Beispiel Mindestbetrag 250 € aufladen, damit Sie darauf was haben, um zu handeln. Und zugleich bekommen Sie einen Trader. Das ist auch eine spezielle Plattform, wo Sie schauen können, wie die Grafiken sich ändern. Und womit Sie handeln können, es Ich will gibt doch nicht wissen, verschiedenes, wie wie die gesagt. Grafiken sich ändern. Ich möchte gern wissen, wie die Kurse sich entwickeln. Ja, das ist das Gleiche praktisch. Nö, Also Sie können dann sehen. Sie haben gesagt, wie die Grafiken sich ändern. Ich will mich nicht wissen, wie Ja. die Grafiken sich ändern. Ich will wissen, wie sich die Kurse entwickeln.
Okay, das werden Sie auch da dementsprechend sehen. Und ja, Sie können dann schauen, also Sie können mit Rohstoffen handeln, Sie können mit Aktien handeln, Sie können mit Kryptowährungen handeln, Sie können Forex machen und alles Mögliche. Und ja, somit beschäftigt sich da auch der Analytiker. Also der wird Sie beraten. Also der wird Sie beraten in den Bereichen, wo Sie sich nicht auskennen, weil wenn Sie schon Erfahrung haben, dann haben Sie Erfahrung. Aber Sie kennen sich in bestimmten Bereichen wahrscheinlich nicht aus und deswegen wird das ja logisch, wenn Sie zum Beispiel am Anfang mit dem Analytiker das angehen. Der Analytiker wird Ihnen vorzeigen, wie und wo man handelt, wie und wo das logisch ist, mit welchen Teilen zu handeln. Wird Ihnen erklären, wie man da am besten diversifiziert, also das heißt, wie man die Summe aufteilt und da die Risiken vermeidet. Und alles Mögliche. Also das macht der Analytiker hauptsächlich. Zusätzlich gibt es da auch ein automatisiertes Handelssystem. Also das wird Ihnen auch der Analytiker vorzeigen. Sie Und machen das wahrscheinlich welches bei Anydesk Automobil oder sonst. darf ich auch mal irgendwie Ja, was sagen oder bitte. fragen? Sie Ja, reden klar. ununterbrochen. Welches automatisierte Sie System wollten, dass nutzen ich Sie denn? erzähle. Nicht dauernd dazwischen reden. Bitte. Ich hab gerade geredet. Aus welchem Ja, Sie ja. sprechen von einem automatisierten System. Welches System nutzen Sie da? Ja, das ist einfach im Trader eingebaut. Ja, wie arbeitet das automatische System denn bei Ihnen? Wie das System funktioniert. Nein, wie es arbeitet. Schauen wir. Was heißt, wie es arbeitet? Wie es funktioniert, wie es. Wie es Was wollen Sie wissen? handelt. Genau. Okay, wie es handelt. Also, Sie setzen eine. Ja, Sie setzen zum Beispiel bei Forex auf das Währungspaar Euro, US-Dollar und setzen einen Take-Profit-Stop-Loss. Kennen Sie, wissen Sie, was das ist? Natürlich, aber es geht ja jetzt. Stop-Loss, Take-Profit. Okay. Darum Sie geht's setzen doch. Hallo, Take-Profit. hallo, hallo. Ja. Sie sind so sehr verwirrt. Also, meine Frage ist, das automatisierte Handeln, das kann Ja. eigenständig Positionen öffnen und schließen, richtig? Also von selber öffnet das keine Position. Nicht, Es schließt okay. Positionen. Ach so, dann ist es ja kein automatisiertes Handeln. Automatisiert ist es schon, weil sonst müssen Sie da am PC sitzen und auf den Punkt warten, bis das erreicht, was Sie für sich möchten. Und sonst können Sie das beim automatisierten System setzen und irgendwas für sich selber machen oder arbeiten gehen. Ja, Und aber das das trotz. System wird von selber Ach, Sie reden wieder so viel dummes Zeug durcheinander. Also, das automatisierte Handeln muss ja von mir aus aktiviert werden. Und das ist ja Ja. nicht automatisiert, nur weil es einen Stop-Loss hat. Es muss ja dann auch selbstständig für mich handeln können. Also, das kann es nicht. Also, funktioniert das automatisierte Handeln nicht. Ja, also das startet keine Deals von selber. Das ist doch Ja, dann ist unlogisch. es Das dann. macht kein System. Dann ist es nicht automatisiert. Dann ist es ein Ja, ganz das normales. macht kein System. Ja, eben. Warum sagen Sie dann automatisiertes System? Sie haben nur ein Stop-Loss oder Take-Profit und mehr haben Sie nicht. Ja, Stop-Loss, Take-Profit. Das ist nochmal. Ja, aber das ist ja dann kein automatisiertes Handeln. Soll ich halbautomatisiert sagen oder wie Das sollte ich das das benennen? wäre sinnvoll. Richtig. Ja, okay. Dann Ja. wie Sie möchten. Das ist ein halbautomatisiertes Handelssystem. Ja, gut, okay. Arbeitet das auf Basis eines Metatrader oder? Ja. Ah, den Metatrader. Welchen Also, nutzen Sie? das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich bin nicht von der technischen Abteilung. Ich bin auch von der Beratung und Kundenservice. Ja gut, aber als Kundenservice erwarte ich doch eigentlich, dass mal gesagt wird, mit welchem System Sie arbeiten. Da muss man ja kein Techniker für sein. Okay, ja, solche Informationen habe ich bei mir nicht. Also das normal macht das der Analytiker und der Techniker. Also die kennen sich in dem Bereich aus, die können Ihnen weitere Auskunft geben Ja, dann geben in Sie mich diesem mal an Bereich, den wo. Analytiker mal weiter. Dann kann der mir ja die Fragen beantworten. Für den Analytiker brauchen Sie einen Termin. Ja gut, warum? Sie rufen mich an Ja, weil und die haben Kunden und die sind die ganze Zeit beschäftigt. Also wenn der Analytiker beschäftigt ist, der braucht einen Termin.
Und Sie bekommen dementsprechend, wenn sobald Sie überhaupt einen Handelsaccount bei uns haben, dann bekommen Sie einen eigenen Analytiker, mit dem Sie die ganze Zeit zusammenarbeiten werden. Also Sie werden nicht hin und her von einem Analytiker zu dem anderen geworfen. Also Sie arbeiten mit einer bestimmten Person zusammen und die ganze Zeit nur. Mit keinem, so zum Beispiel heute Peter, morgen Hans. Sind Sie jetzt fertig? Verstehen Sie, was ich meine? Ja, Sie führen das immer sehr ausführlich aus. So, prima. Wie kann ich dann jetzt einen Account bei Ihnen eröffnen? Ja, also ich kann für Sie ein Handelskonto einrichten, Ihnen die Zugangsdaten zusenden und auf der Seite können Sie sehen, dann können Sie ja, das Konto aufladen. Sobald Sie das Konto aufgeladen hatten, ist das aktiv. Sie bekommen einen Termin mit dem Analytiker, Sie setzen sich mit dem Analytiker hin und fangen an zu traden. Wie kann ich das Konto denn aufladen? Das steht alles auf der Seite. Sie können das entweder per Kryptowährung machen. Nee, Sie können das. es steht nicht auf der Seite. Wie denn? Wo denn? Es steht vor allem nicht in Deutsch da. Ja, zuerst muss man Sign-in machen und dann wird da stehen, wie man das Konto aufladen. Ach, Das stimmt doch nicht. man muss erst sich irgendwie einloggen, bevor man Einloggen. Informationen bekommt. Normalerweise kriegt Ja, man Sie erst, machen Sie. normaler, darf ich bitte ausreden, normalerweise bekommt man auf einer Webseite erst Informationen, bevor man sich irgendwo einloggt. Also könnt Informationen zu was, wie man das Konto aufladet. zum Beispiel, oder wie man überhaupt ein Konto aufmacht, wie man irgendwas macht, da steht ja gar nichts auf Ihrer Webseite und ganz bestimmt auch nicht in Deutsch. Sie können mir ja gerne mal ein Eine Screenshot Frage. schicken. Eine Sie Frage. können, hallo, nein, erstmal bin ich noch am Reden. Okay. So, Sie sagen, also ich habe es jetzt mit zwei verschiedenen Browsern probiert, es gibt keine deutsche Sprachausgabe. Keine Ahnung, wie es bei Ihnen Sie können funktioniert. mir ja gerne mal ein Screenshot schicken, wie es bei Ihnen aussieht mit der deutschen Sprachausgabe. Okay, kann ich gerne per WhatsApp machen. Haben Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Das ist eine Festnetzrufnummer. Ach so, okay, habe ich nicht gemerkt. Entschuldigung. Ja, okay, kann per E-Mail zusenden. Ja, richtig. Welche E-Mail-Adresse haben Sie von mir? Einen Moment. So. So, eine Sekunde. Richard.siebeneicher@jagger.email. Hey, ich glaube, das ist eine alte, das ist ja schon eine Weile her. Okay. Keine Ahnung, also solche E-Mail wurde da angegeben bei der Ja, nun, Anmeldung. das ist ja anderthalb Dann kennen Monate Sie her, mir. wie Sie sagten. Okay. So, Aber dass sich die E-Mail so schnell ändert, ja. Haben Sie eine neue? ja, natürlich. Mhm. Wollen Sie die wissen? Ja, klar. Ich dachte, Ja? Sie suchen schon bereits. Ja, das ist richtig. Also, die E-Mail lautet richard.siebeneicher@mailbox.org. Richard.siebeneicher@mailbox.org. Ja, richtig. Okay, dann schicke ich das dahin. Okay, Gut, prima. und ja, Ja, ich warte auf die E-Mail, damit ich das sehe. Ich möchte das gerne sehen. Und dann habe ich sicherlich noch andere Fragen. okay, Moment, ich muss schauen. So. Okay. Ja, ich habe jetzt geschickt. Also da sollte die Mail sein, travis.hartmann@finablimited.pro. Ich guck mal, ich aktualisiere Und mal. als Thema Screenshots.
Nö, noch ist nichts da. Schauen Sie vielleicht im Spam nach. Ja. Nö, ist noch nichts da. Komisch. Okay, haben Sie noch irgendwelche Fragen? Weil Ja, ich warte erstmal auf ich die habe ja auch E-Mail. Ich andere möchte Kunden. gerne wissen, Ja. ja, wenn Sie mich ausreden lassen würden. Also erstmal möchte ich gerne wissen, Ja, wie klar. diese Seite auf Deutsch aussieht. Und zum Zweiten möchte ich gerne wissen, Sie können mir Ihre Zugangsdaten ja mal schicken. Ihre Zugangsdaten? Ja, richtig. Sie haben noch keine Zugangsdaten. Ja, Ich habe noch keine Seite für Sie erstellt. Sie haben keine Anfrage. eben. Sie haben vorhin erzählt, ich brauche Zugangsdaten. Da müssen Sie die mir schicken. Ja, Sie haben doch nicht gesagt, dass Sie sollten. Ja, Herr Hartmann, machen Sie für mich ein Handelskonto fertig. Ja, da. Ich habe kein Handelskonto für Sie gemacht, weil Sie ja keine Anfrage zu mir gesendet haben oder zu mir das wenigstens gesagt haben. Und ich bitte Sie, haben Sie ein bisschen Respekt vor mir, weil ich mache meine Arbeit und Sie kommen mir jetzt blöd rüber. Ich komme Sie Ich blöd bitte Sie, ein rüber. bisschen mehr Respekt haben. Ja. Ja, wenn Sie Respekt verdienen, dann bin ich Ja, sicherlich das tun sehr Sie. respektvoll. Bis jetzt haben Sie doch keinen Respekt verdient. Okay. Ich habe keinen Respekt, ja? Ja, zumindest haben Sie auch keine E-Mail gesendet. Es ist immer noch keine E-Mail da. Ich habe eine gesendet. Okay, dann warten Sie. Da Ja. sollte eine E-Mail kommen. Ich habe Ihnen gesagt, von welcher E-Mail-Adresse das kommen sollte und mit welchem Thema als Subjekt. Also bis jetzt habe ich noch keine. Ja, Und ich werde dann müssen sicherlich Sie da warten wahrscheinlich. nicht darum betteln, bei Ihnen einen Account zu machen, damit ich bei Ihnen handeln kann. Ich werde nicht darum betteln. Entweder senden Sie mir Ihre Zugangsdaten oder eben nicht. Dann behandle ich eben mit einer anderen Plattform. Kein Problem. Das liegt in Okay. Ihrer Ja, wie Entscheidung. gesagt, dann muss ich ein Handelskonto einrichten und dann kann ich Ihnen die Zugangsdaten zusenden und dann können Sie sich einloggen, sich im Account umschauen, wie das überhaupt aussieht, auch bei dem Webtrader sich umschauen und dann haben Sie ein bisschen ein Bild davon, wie das aussehen soll und wie das Richtig. aussehen wird. Richtig, Und dann ja, machen Sie das mal. Ich warte. okay, dann schlage ich. Bitte? Ich warte am Telefon. Ich möchte es ja sehen. Nein, so funktioniert das nicht. Ich habe auch andere Kunden. Ich kann jetzt in der Zwischenzeit das Konto machen, Ihnen die Zugangsdaten zusenden und Sie dann zurückrufen. Na gut, Wenn Sie dann so viel machen wir Zeit das haben, so. um am Telefon zu warten, ja. Wie gesagt, machen wir es so. Genau, dann machen wir das so. Ja, okay, dann bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Natürlich kam von dieser glorreichen Firma keine E-Mail mehr. Von Firmen, die ihre eigene Webseite nicht kennen, kann man sowas ja auch nicht erwarten. Hallo? Hallo, guten Tag. Spreche ich gerade mit Herrn Mayer? Wer ist da? Das freut mich. Jona Kühlmann ist mein Name. Sie haben eine Anmeldung am 12. Oktober Bei was? über Onlinehandel XCG. Bei was? Onlinehandel XCG Was bei ist denn Gasprofit. XTGen? Was ist XTGen? XG ist eine Online-Handelsplattform, wo Sie Interesse gezeigt haben. Nee, das kenne ich. Der Und Sie Name haben sagt. die Werbung, und Sie haben die Werbung bei Immediate Age, Gasprofit gesehen? Ja, die Werbung habe ich vielleicht gesehen, aber der Name, den Sie mir gesagt haben, sagt mir nichts. XG ist die Unternehmen, wo hat diese Bewerbung, was haben Sie gesehen? Ja gut, aber ich war nicht auf dieser Webseite. Ich kann zeigen Ihnen, das ist kein Problem. Ich habe probiert, um Zwölfte zu anrufen, aber das war leider kein Erfolg. Sie waren nicht erreichbar. Ja, da buchstabieren Sie doch So, mal Ihre Webseite. X wie X-Ray, C wie Cäsar, G wie Gustav, I wie Ida, N wie Nordpol, Punkt, C wie Cäsar, O wie Otto, M wie Martha. Bei URL zeichnen. Okay, dann schauen wir doch mal.
Okay, und die Werbung, was haben Sie gesehen, ist bei Gasprofit, oder? So, jetzt sehe ich Ihre, das ist so mit blau mit orange. Richtig, ja. Mhm. Und bei diesem Unternehmen, Sie haben eine Bewerbung, Gasprofit. Ja, und was bieten Sie an? Um 12. am 12. Oktober. Ach, Sie Entschuldige, ich habe... Was? Um 12. Oktober, Sie haben diese Bewerbung bei unserem Unternehmen gesehen. Ich habe schon vielmal probiert. Ja, aber das... Das habe ich aber gar nicht gefragt. Ich habe gefragt, was bieten Sie an? Onlinehandel. Wir sind eine Onlinehandelsplattform. Online-Trading, ich weiß jetzt nicht, ob Sie haben Erfahrung in diesem Bereich früher? Ja. Okay, super. So, ich bin Ihre Ansprechpartner. Ich möchte Ihnen ein paar Informationen geben, wie dann bei unserer Firma funktioniert. Gut, okay? dann geben Sie mal Informationen über Ihre Firma. Okay, Sie entscheiden selber, mit welchem Kapital Sie anfangen. Ob Sie mit dem Mindestkapital anfangen werden, Sie bekommen 50% Bonus von unserem Unternehmen. So, in allgemein, Sie werden 125% Euro Bonus, okay? Wenn Sie mit dem zweiten Kapital anfangen, 500 Euro, Sie werden 70% Bonus, okay? So, dein ganzen Kapital ist 250 Euro. Ob Sie mit dem letzten Kapital anfangen, mit dem letzten Betrag anfangen, Sie werden 1.000 Euro. Okay? Ja. Sie haben die Möglichkeit für eine Woche Testphase, wo Sie kein Risiko übernehmen, weil Sie nur mit unserem Gutschein arbeiten. Kostenlos von unserem Unternehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie haben früher mit Finanzberater arbeiten. Wissen Sie? Was weiß ich? Finanzberater. Ich weiß, was ein Finanzberater ist. Richtig, weiß ich. Okay, so Sie kostenlos bekommen Sie einen Finanzberater, die beste Finanzberater von unserem Unternehmen. Also, Sie haben die Möglichkeit für Ein- und Auszahlung zu tätigen, wenn Sie möchten, ob das gefällt, Ihnen nicht mit unserem Unternehmen arbeiten, okay? Ja. So, alles verstanden bis jetzt? Ja, aber jetzt haben Sie haben über Ihre Firma noch gar nichts gesagt. Diese ist die Weise, wie bei unserer Firma funktioniert. Ob ja, ich möchte ja nicht wissen, ich möchte ja nicht wissen, wie Ihre Firma funktioniert. Ich möchte etwas über Ihre Firma erfahren. Okay, ja. Jetzt, ich verbinde mit meiner Finanzabteilung, Frau Smith, und Entschuldigung, es ist nicht frei jetzt, Frau Smith, ich verbinde mit Herrn Müller, okay? Und Sie werden alle Informationen inhaben. Gut. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Spreche ich mit dem Herrn Meier? Ja. Schön, Sie zu erreichen, Herr Meier. Olaf Müller spricht am Apparat. Ich hoffe, Ihnen geht es soweit in Ordnung. Hervorragend. Bitte? Hervorragend. Also, Olaf Müller ist ja mein Name. Ja, das sagt sie bereits. Genau, so. Und es geht ja darum, dass Sie ja eine Anmeldung hier bei uns gemacht haben, um das Konto hier bei uns zu aktivieren. Kann das sein? Das kann sein, ja. Genau, deswegen melden wir uns jetzt bei Ihnen auch, um Ihnen dabei zu helfen, das Konto zu aktivieren. Okay. Genau, so. Wenn Sie ja wenn Sie ja Fragen haben, dann können Sie uns ja auch jederzeit gerne fragen. Gut, ja, erstmal möchte ich gerne wissen, mit was kann ich bei Ihnen handeln? Also, bei uns gibt es ja eigentlich nur nicht nur eine Quelle, wo wir uns natürlich fokussieren können, sondern es gibt ja wirklich verschiedene. So wie wir handeln zum Beispiel ja auch mit Kryptowährungen oder mit Rohstoffen und so weiter und so fort. Aber das Ganze wird Ihnen ja natürlich auch der Account Manager besser erklären können. Der hat mich doch gerade an Sie verbunden.
Genau. Ja, wer erklärt mir denn jetzt was? Ja, ich habe Ihnen schon gesagt, ihr werdet euch nicht nur mit einer Sache fokussieren, sondern mit verschiedenen. Mit was kann ich bei Ihnen handeln? Kryptowährungen sowie Ethereum oder Bitcoin und so weiter, und aber auch mit Rohstoffen sowie Erdrohstoffen, Gas, Öl und so weiter. Also nur Krypto und Rohstoffe. Genau. Keine Aktien. Das weiß ich ja wirklich nicht genau, aber schon mit Aktien glaube ich ja auch. Ach, was glauben Sie? Ich denke, Sie sind der Finanzexperte. Und Sie wissen Bitte? Das nicht? Das weiß ich ja schon. Ja, warum sagen Sie es dann nicht? Ich habe Sie gefragt, mit was ich bei Ihnen handeln kann. Und Sie Kryptowährungen, ja, Rohstoffen, ja, und mit was noch? Aktien ja auch. Ja, warum sagen Sie das denn nicht? Mit Aktien musste ich nachfragen. Ich habe ja die Hauptsachen erzählt. Ja, Sie wissen doch gar nicht, was für mich eine Hauptsache ist. Naja, vielleicht, ich dachte, Sie wollen ja nur wissen, zum Beispiel mit Kryptowährungen oder mit Rohstoff, deswegen habe ich Ihnen ja auch gesagt, weil ja, die ja momentan am wichtigsten sind. Ja, vielleicht sollten Sie einfach mal auf meine Frage hören und dann meine Frage beantworten und nicht irgendwas, was Ihnen in den Kram passt. Also, okay. So. Und wie kann man bei Ihnen dann einsteigen? Indem Sie das Konto hier bei uns aktivieren. Okay. Da werden Sie dann quasi auch Teil unserer Plattformen. Ja, auf welche Art kann ich das aktivieren? Also es gibt ja verschiedene, also am besten geht es ja über die Kreditkarte. Habe ich nicht. Weil somit ist ja auch kein Problem, gibt es ja auch andere Zahlungsmethoden. Falls Sie ja zum Beispiel Online-Banking haben, das würde ja auch funktionieren. Habe ich. Okay, dann können wir das mit dem Online-Banking machen. In ja, Ordnung? Gut, dann schicken Sie mir mal die okay. Bankdaten. Bitte? Dann schicken Sie mir bitte die Bankdaten. Wir werden es kurz anders machen und so geht es dann auch schneller. Wie denn? Ich sende Ihnen einen Link per E-Mail. Ne, ich brauche nur Bankdaten. Wohin wollen Sie mich denn verlinken? Da, wo Sie bei uns einzahlen können. So, das geht ja dann auch schneller. Das heißt, es ich ist werde ein Ihnen, ich werde Ihnen den Link senden. Ist da das ein Drittanbieter? Bitte? Ist das ein Drittanbieter? Nein, das ist kein Drittanbieter. Ja, wer ist denn das? Das ist ja die Seite, wo man bei uns einzahlt. Und wie heißt diese Seite? Stripe nennt sich das. Das ist ja nicht Ihre Seite. Das ist ein Drittanbieter. Hier bei Stripe können Sie einzahlen und die Einzahlung kommt ja bei uns. Ja, ist klar. Nee, ich zahle nur per Direktanweisung. Also sprich per IBAN, Bankdaten. Bitte? Ja, aber das Überweisung würde dann Tagen dauern. Ja, das warum macht doch sollen nichts. Wir dann das macht doch nichts. Ja, aber warum sollen wir so viel Zeit verpassen? Ich habe die Zeit. Ich zahle nicht über Drittanbieter. Ich zahle nur direkt an Ihre Firma. Naja, also das egal in welche Form oder egal in welche Zahlungsmethode, also es ist ja egal in welche Zahlungsmethode Sie das machen. Das Geld kommt ja auf Ihrem Konto drauf und nirgendwo anders. Ja, richtig. Und deswegen zahle ich das direkt an Ihre Firma per IBAN. Wenn Sie es halt unbedingt so haben wollen, dann ist es ja auch in Ordnung. Ich sende Ihnen dann auch die Bankdaten. Genau. Darum habe ich gebeten. Ja, genau. Da warten Sie bitte ganz kurz an der Leitung. Ja. Haben Sie sich schon mal ausgedacht, mit welchem Betrag Sie gerne anfangen würden? Nein. Also bei uns gibt es ja drei verschiedene Beträge. Der mindeste Betrag ist jetzt 250, der mittlere Betrag ist ja 500 und der größte ist ja 1000. Ja, okay. Okay, also mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Das weiß ich noch nicht. Aber das spielt ja auch keine Rolle. Das kann ich ja entscheiden, wenn ich dann überweise. Ja, aber ich muss das ja halt wissen. Warum? Sie sehen doch, wenn mein Geld auf Ihrem Konto ankommt, dann sehen Sie doch den Betrag. Ja, aber mir geht es nicht um das Geld. Ja, worum geht's geht denn dann? Ja darum, dass,
Ja, warum? Mir geht es ja darum, dass ich den Konto für Sie vorbereiten muss. Wieso Konto? Sie haben doch ein Konto bei der Bank. Ihr Handelskonto. Ja, gut. Aber das sehen Sie doch, wenn mein Geld ankommt, dann sehen Sie, wie viel Geld drauf ist. Und wollen dann Sie mich verarschen eigentlich, oder? Bitte? So hört es sich ja an. Bitte? Was hört sich denn da verarschend an? Ja, ich sag's Ihnen einfach, lassen Sie uns diese Zahlungsmethode verwenden, weil das auch schneller geht. Sie sagen, nein, ich möchte unbedingt Bankdaten machen. Okay, ich sende Ihnen den Bankdaten, ich frage Ihnen ganz normal, mit welchem Betrag Sie anfangen wollen. Sie sagen, nein, ich möchte das nicht sagen, obwohl ich es eigentlich wissen muss. Wieso müssen Sie das wissen? Das Konto für Sie vorbereiten. Lassen Sie mich bitte mal ausreden. Lassen Sie mich bitte mal ausreden. Oder nicht? Das war eine Frage. Ja, sprechen Sie. Wollen Sie mich ausreden lassen oder nicht? Ja, sprechen Sie. Gut, also, den Betrag, den ich dann überweisen werde, das sehen Sie doch dann, das können Sie auf mein Handelskonto einzahlen. Warum müssen Sie vorher wissen, was ich einzahle? Damit ich den Account Manager einschalte und somit weiß er auch, mit welchem Kunde er zu tun hat und mit was er auch anfangen wird. Ach, der Betrag sagt, welcher Kunde dran ist? Bitte? Die Summe sagt aus, welcher Kunde dran ist. Also ich dachte, das geht über den Namen. Natürlich geht das über den Namen. Na also. Aber wir müssen ja wissen, der Kunde heißt ja zum Beispiel, also Steffen Meyer. Richtig. Und daran wird das Handelskonto festgemacht. 250 Euro einbezahlt und das und das und das werden wir dann machen. Was ist denn so schwierig daran zu verstehen oder zu sagen, ich möchte zum Beispiel mit 250 Euro anfangen? Ja, dann sagen wir mal 500, damit es Ihnen gut geht. Na, es ist halt nicht so, dass das Ganze nicht retten würde, aber in Ordnung. Schauen Sie bitte ganz kurz auf Ihre E-Mail-Adresse. Sie sollten die Bankdaten schon da erhalten haben. Nee, habe ich nicht. Aktualisieren Sie mal bitte kurz Posteingang. Habe ich gerade gemacht. So, lautet Ihre E-Mail-Adresse meier123@mailbox.org? Ja, ist richtig. Genau, an diese E-Mail habe ich ja schon gesendet, deswegen... Es ist noch nichts da. Okay, vielleicht dauert es ja ein paar Sekunden. Also bis jetzt ist noch nichts da. Okay, da haben Sie ein bisschen Geduld, bitte. Ja, gut. So, ich kann es Ihnen... So, ich sende es Ihnen nochmal. Na, wenn die erste noch nicht angekommen wird, dann wird die zweite ja auch nicht ankommen. Ja, zumindest können wir es versuchen. Ja, versuchen Sie. Ja. Kennen Sie dieses Spruch, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren? Natürlich. Genau. Und was hat das jetzt mit der E-Mail zu tun? Also ich meine, es nochmal zu versuchen, also schadet uns ja nicht. Genau. Also bis jetzt ist noch nichts da. So. Haben Sie vielleicht eine andere E-Mail-Adresse? Nein. Die E-Mail-Adresse funktioniert ja auch. Das wundert mich ehrlich gesagt, weil wenn es ja funktionieren würde, dann würde es schon mit Sicherheit da sein. Aber ja, andere E-Mails bekomme ich doch. Nur Ihre E-Mail nicht. Dann liegt es sicherlich an Ihrem Mail-Server. Nee, an uns liegt es ja nicht, weil wir bis jetzt noch nie Probleme hatten mit Empfangen und auch nicht mit E-Mails zu senden. Egal an welche Kunde wir Bankdaten gesendet haben oder einfach E-Mail. Ja, offensichtlich haben sie Probleme. Sobald E-Mail von der Kunde funktioniert hat. Ja. Aber wir können es ja auch so machen, sie können sich einfach auf Ihrem Sparkasse einloggen, da kann ich Ihnen auch die Bankdaten buchstabieren. Ja, kann ich ja machen, ist kein Problem. Okay, ja.
So, dann los. Genau, so, dann zuerst müssen Sie den Empfängernamen eingeben oder IBAN. Richtig, Empfängername. Genau, so, Empfängername. So, einmal C so wie Cäsar. Ja. L, also groß, alles groß geschrieben. L so wie Ludwig. Und das war's? Also Cäsar, Ludwig, Anton, Richard, Ida, Theodor, Emil, Richard, Anton. Ja. Leerzeichen. Ja. Gustav, Richard, Otto, Ulrich, Peter. Ja. Leerzeichen. Ja. Kaufmann, Otto, Richard, Ludwig, Anton, Theodor, Otto, Ludwig. Augenblick. Kaufmann, ja. Anton, Otto, Richard. Moment, also nochmal. Kaufmann, Otto, Augenblick. Richard. Otto. Otto, Richard. Ludwig, Anton, Theodor, ja. Otto, Ludwig, Theodor. Ja. Leerzeichen. Ja. Friedrich, Emil, Ludwig, Emil, Ludwig, Otto, Doppel-S sowie Siegfried, also zweimal Siegfried, Emil, Gustav, Ulrich. Gut. Leerzeichen. Ja. Theodor, Anton, Richard, Siegfried, Anton, langsam, Siegfried. Langsam. Theodor, ja. Anton, Richard, Siegfried. Anton, Siegfried, Anton. Nochmal. Also Theodor, Anton, Richard, Siegfried, Anton, Siegfried. Genau, also Theodor, Anton, Richard, Siegfried, Anton, Siegfried, Anton, Gustav. Mhm. Genau, das war ja der Empfängername. Gut, dann die IBAN. Die IBAN. Großes Bertha, großes Emil. 0597. Langsam. So kann doch. Also, Bertha Emil 059. Ja. 6 7 5 2 0 0 4 7 3 7 5. Gut. Dann haben wir das. Genau. Jetzt den Verwendungszweck oder den BIC? Was ja, brauchen Sie noch? Verwendungszweck. Verwendungszweck. Großes Siegfried. Großes Gustav. Unterstrich. 49733. So, 49733. Gut, habe ich. Gut, aber erzählen Sie mir doch erstmal ein bisschen was über Ihre Firma. Wo ist denn der Sitz dieser Firma? Also, unsere Hauptzentrale liegt ja in Großbritannien, aber ist ja quasi auf viele Länder verteilt, weil wenn Sie ja zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel, wenn Sie ja Deutsche sind, dann brauchen Sie ja einen Ansprechpartner, der ja Deutsch kann. Zumindest, damit ihr euch miteinander verstehen könnt. Nein, in erster Linie. Der andere kommt ja vielleicht aus Italien, deswegen braucht er einen Ansprechpartner, der mit ihm Italienisch spricht. Ich habe ja nicht nach den Filialen gefragt, ich habe nach dem rechtlichen Sitz Ihrer Firma gefragt. Der Hauptsitz. Wir befinden uns ja in Wien momentan. Aber in Wien ist doch nicht der Hauptsitz. Ja, unser Hauptsitz oder unser Zentral liegt ja in Großbritannien. Gut, das wollte ich doch nur wissen. Gut. Genau. In Großbritannien.
Ja. Und gut, wie erfahren ist Ihre Firma? Wie lange sind Sie schon am Markt? Bitte? Wie lange sind Sie schon am Markt? Wie erfahren ist Ihre Firma? Unsere Erfahrung ist natürlich auch sehr gut. Ja, wie lange? Also, falls Sie zum Beispiel andere oder falls Sie zum Beispiel schlechte Kommentare über uns gelesen haben, dann kann ich ja auch natürlich gleich mitsagen, dass das Ganze auch nicht so schlimm ist, weil es gibt, nach meines Wissens, gibt es ja keinen Unternehmen, die zum Beispiel keine schlechten Kommentare haben. Das habe ich aber nicht gefragt. Ich habe gefragt, wie lange ist Ihre Firma am Markt? Seit 2018. Seit 2018. Genau. Okay. Gut. Und Sie sind ein Finanzdienstleister, richtig? Ich bin ja sozusagen so wie ein Finanzexperte, also ich bin dafür zuständig, zum Beispiel Das habe ich ja auch für die nicht Kunden. gefragt. Hören Sie doch einfach mal die Fragen. Ist Ihre Firma ein Finanzdienstleister? Ja, Okay. das ist ja eine Finanzverwaltungsgesellschaft. Gut, okay. Und Sie sitzen in England. Wo sind Sie da Ja. reguliert? Bitte? Wo sind Sie dann in England reguliert? Was meinen Sie denn damit reguliert? Sie können auch Regulation, unter, Regulation. Sie können auch, falls Sie sich nicht sicher fühlen, Nein, hier bei uns ich fühle etwas. mich äußerst sicher. Ich möchte nur gerne wissen, wo Sie reguliert sind. Sie sind ein Finanzdienstleister, Sie müssen reguliert sein. Wo sind Sie reguliert? Also, reguliert, also wie gesagt, unser Hauptsitz ist ja in England. Das sagen Sie Reguliert, mehrfach. ja, reguliert sind wir ja in Niederland, also in Amsterdam. Nein, das kann nicht sein. Sie sind eine englische Firma, dann müssen Sie in England reguliert sein. Sind Sie bei Bitte? der FCA reguliert oder bei der Naja, PRA? also wissen Sie ja besser, wie wir sind, oder weiß ich besser? Ja, ich weiß, wenn Sie eine englische Firma sind, müssen Sie bei der FCA oder bei der PRA Sie reguliert sind sein. doch keine englische Firma. Ja, eben. Ich Sie sind weiß ja, eine wo unser englische. Sitz oder unsere Hallo, Zentrale bisschen liegt ja ruhig. in Nicht so. Großbritannien. Ja, eben. Deswegen, aber wir sind jetzt Hallo, reguliert mein in Amsterdam. Zuhören! Zuhören, nicht so schreien! Also, jetzt Nein, Sie schreien mehr als ich. ganz ruhig sprechen. Ihr Mikrofon da Ja. übersteuert schon. Also. Hallo? Hallo? Was ist das denn Hallo? jetzt? Guten Tag. Megan Smith ist nochmal parat. Ja Wie und? geht es Ihnen heute? Wer sind Sie? Können Sie doch ein bisschen höflich sein, bitte. Wer sind Sie Warum sind Sie denn? so ver... Megan Smith, Ja, die und was wollen Sie? Finanzberater von den... Seien Sie höflich, bitte. Ich bin doch äußerst höflich. Nein, Solange. Sie sich nicht. Nein, 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 nein. Na gut, okay. Sie haben, warten Sie kurz, bitte. Sie haben erstmal mit einer Frau gesprochen, Juna Kühnmann. Dann haben Sie mit dem Finanzberater Olaf Müller von unseres Unternehmens gesprochen. Und weiß ich nicht, warum sind Sie so verärgert, beide? Weil Wenn Sie mich. Sie möchten, Sie können ein schönes Gespräch haben. Höfliches, schönes und normales Gespräch. Okay? Aber dieses ist nicht ein normales Gespräch. Seien Sie höflich, seien Sie nett und ob Sie Fragen haben, wir sind ja hier, das Ganze zu erklären. Deswegen sind wir hier. Dieses ist unser Beruf. Wir sind ja verantwortlich für die Ganze, was wir sagen. Okay? Aber höflich. Sind Einverstanden? Sie jetzt fertig? Einverstanden? Ich bin ja nicht fertig. Na gut, dann reden Wenn Sie ich weiter, bis Sie wenn ich, fertig sind. danke schön. Wenn ich fertig bin, ich werde Ihnen sagen, jetzt können Sie sprechen. Aber in dieser Weise können Sie ja nicht sprechen mit meinen Mitarbeiterinnen. Okay? Sind Sie jetzt fertig? Ich bin jetzt fertig und jetzt werden Sie wieder mit dem Finanzberater Olaf Müller sprechen. Von mir aus auch das. Wie bitte? Von mir aus auch das. Sie können ja jetzt mit dem Finanzberater widersprechen, Olaf Müller. Aber seien Sie höflich, okay? Ja, wenn er meine Fragen beantwortet, bin ich sehr höflich. Bis jetzt hat er keine Es, Frage beantwortet. er antwortet für
jede Frage. Ja, dann. Weil er ist einer von den Besten hier. Aber ja, seien Sie höflich. Seien Sie höflich. Und lassen Sie in der Hand von den Olaf Müller. So, geht's jetzt weiter oder nicht? Ja, klar. Okay, also, wo sind Sie reguliert? Amsterdam. Nein, Sie sind eine englische Firma. Sie müssen in Großbritannien... Sie sind keine englische Firma. Haben Sie gesagt, Ihr Hauptsitz ist in Großbritannien. Dann ja, sind, aber ich habe nicht gesagt, dass Sie eine englische Firma sind. Ich war noch nicht fertig. Sie haben gesagt, Ihr Hauptsitz ist in Großbritannien. Dann ja, müssen Sie in Großbritannien reguliert werden. Ja, aber wir sind ja keine englische Firma. Ich hab Sie nicht haben gesagt, Sie sind eine englische Firma. Ihr Hauptsitz ja, ist in England. Aber ich habe nicht gesagt, dass Sie eine englische... Sie lassen mich schon wieder nicht ausreden. Sie lassen Sie mich schon wieder... Ja, nein. Sie stellen Fragen und Sie wollen ja, keine richtig. Antwort. Doch, natürlich. Sie, ja, haben, lassen Sie, mich auch Sie haben mir gesagt, Sie sind eine englische Firma. Der Hauptsitz dieser Firma ist in England. Haben Sie gesagt. Ja, aber ich habe nicht gesagt, dass wir eine englische Firma sind. Doch, Ihr Hauptsitz ist in England. Nein. Dann ist man... Ja, ich habe gesagt, vergessen wir es. Unser gut, wo sind Sie dann? Ich habe gesagt, dass wir eine englische Firma sind. Gut, okay. Wo sind Sie dann in... Amsterdam reguliert. Sie haben eine schlechte Verbindung, ich höre Sie gar nicht. So, also, okay, gut. Wo sind Sie in den Niederlanden reguliert? Wollen Sie eigentlich das aktivieren oder wollen Sie einfach ich verstehe es nicht. Sie haben, Sie haben eine schlechte Telefonverbindung. Ich verstehe Sie leider nicht. Sie auch nicht. Ja, das liegt an Ihrer schlechten Telefonverbindung. Hallo. Hallo. So. Wollen wir jetzt das Konto aktivieren oder möchten Sie so hier am Telefonat Zeit verbringen? Weil ich, Sie vielleicht nicht ich möchte, etwas anderes Besseres zu tun haben. Ich sag's nochmal. Ich möchte wissen, wo Sie in den Niederlanden reguliert werden. In Niederlande. Ja, wo denn? Bei welcher Behörde? Bitte? Bei welcher Behörde? Bei wem Bürgerhof 281? Das ist ja Verwendungszweck 1019 Amsterdam. Ich habe nicht nach der Adresse gefragt, ich habe nach der Regulierung. Lass mich ausreden. Das ist unser Sitz. Das habe ich nicht gefragt. Ich habe gefragt, welche... Sie wissen mal nicht, was für Fragen... Lass Sie mich ausreden! Meine Herren! Also, bei welcher Behörde werden Sie in den Niederlanden reguliert? Welche Behörde? Bitte? Ich habe Ihnen schon gesagt, es ist Wembürderhof 281. Das ist Ihre Adresse. Ich möchte wissen, bei wem Sie reguliert werden. So, das... Also eins, unsere Adresse ist ja Wembürderhof 281. Das interessiert mich doch gar nicht. Ich möchte wissen, wo Sie reguliert werden. Kopftal Roseau Volley nennt sich das. Nein. Bei welcher Behörde werden Sie reguliert? Ja, die Behörde. Wie heißt sie denn? Das habe ich dir schon gesagt, mehrmals. Ey, schrei doch noch ein bisschen weiter rum, du Betrüger. Du hast keine Ahnung von dem, was du machst, du dummer Betrüger. Ah, jetzt kommen Sie an den Punkt. Ja, genau. Ich habe dich die ganze Zeit verarscht. Du bist ein dummer Betrüger und hast nicht mal Ahnung von dem, was du machst. Okay, wenn ich dann ein Betrüger bin, dann werde ich bei Ihnen kommen und ich werde dann auch deine Mutter ficken. Nicht mehr laufen kann. Ja, natürlich. Der dümmste Betrüger des Tages. Herrlich. Schön. All deine Schnauze mal, du sprichst mit deinem Vater, wieso sprichst du deinem Vater an? Bist du geil, der dümmste Betrüger des Tages. Wieso ja, hat euch alles auseinandergebracht? Ach ja, ja, so, jetzt kommt wieder Oma, das, ne? Ihre Mutter, na, und du bist aus den Niederlanden, ja? Du bist ein ehrliches Callcenter, ja, ja. Völlig klar, ich lach dich aus, weil du so dumm bist. Ich lach dich die ganze Zeit aus.
Und ich, die ganzen YouTube-Leute werden dich auch auslassen, weil du so dumm bist. Du bist so, so fürchterlich dumm bist du. Mehr bist du nicht. Einfach ein dummer Betrüger. Du deutscher Kartoffel. Ich lach dich aus. Ist das geil. Schön. Wunderbar. Komm, richte dich nochmal auf. Beleidige nochmal. Gib mal Mühe. Ich gebe mir Mühe nur, um deine Mutter zu sehen. Wie denn? Du hast doch gar keinen Schwanz. Ja, sagen Sie mal lieber Ihre Mutter. Ich lach nicht aus. Der dümmste Betrüger des Tages. Herr Schön. Ja, wunderbar. Ich lach nicht so aus. Respekt. Mann, bist du komisch. Jemand hat ihre bist Mutter du lustig. Sie lachen ja. auch. Nein, ich lache über dich. Ich lache nur über dich. Nur über dich, weil du so lächerlich bist. Genau, ich lache nur über dich, weil du der dümmste Betrüger bist, der mich heute halt angerufen Schnauze, hat. Mann. Nein, mach ich nicht. Du wolltest einfach nur, leg dass doch ich deine auf. Mutter fiege. Leg doch auf. Ja dann auch leg doch auf, du dummer Betrüger. Ich weiß es nicht, warum was ist los mich mit jetzt dir? Als Betrüger? Mehr kannst du nicht, ne? Mehr kannst du nicht. Da musste der überforderte Nachwuchsbetrüger erstmal Mami holen, damit Mami den bösen Kunden zur Freundlichkeit erzieht. Er beantwortet meine Fragen nicht, die noch recht freundlich gestellt waren, und er schreit nach Mami. Wie ihr gehört habt, wurde ich dann noch richtig freundlich. Am Ende hat er sogar noch zweimal angerufen, um seine Beleidigungen loszuwerden. Die kommen jetzt. Hallo? Hallo? Ihre Mutter hat mich schon mal eingeblasen, deswegen war ich kurz. Ach, da ist er wieder, der dumme Betrüger. Schön. So, ich bin jetzt schon fertig. Also ja, ich habe auch genug gelacht. Geschafft, ich hab auch gelacht. Ja, ja, natürlich. Ihre Mutter so, wie sieht, meine Mutter aus? Runter zu wie sieht denn meine Mutter aus? Na, bist du schon wieder da? Das war's zum Sonntagsvideo. Danke für eure Aufmerksamkeit. Habt nette Menschen um euch. Und vor allem, lasst euch nicht abzocken. Euer Callcenter Kascher.